Von der griechischen Antike bis ins 20. Jahrhundert waren Aristoteles, Sigmund Freud und zahlreiche weitere Gelehrte alle auf das Gleiche aus. Aalhoden. Süßwasseraale, Anguilla anguilla genannt, kommen in Flüssen in ganz Europa vor. Aber niemand hat sie je bei der Paarung gesehen. Und bei unzähligen Sezierungen wurden nie Aaleier gefunden oder ihre Fortpflanzungsorgane identifiziert. Mangels Erkenntnissen stellte man verschiedene Theorien zum Ursprung der Aale auf. Aristoteles meinte, dass Aale spontan dem Schlamm entspringen. Plinius der Ältere vermutete, dass sich Aale an Felsen reiben und der Abrieb dann zum Leben erwacht. Es hieß, dass Aale auf Dächern, aus den Kiemen anderer Fische oder sogar aus den Körpern von Käfern schlüpfen. Aber die wahre Geschichte der Aalfortpflanzung ist noch viel unglaublicher. Um dieses schlüpfrige Rätsel zu lösen, mussten Wissenschaftler Jahrhunderte der Forschung überdenken. Heute wissen wir, dass der Lebenszyklus des Süßwasseraals 5 Stadien hat. Leptocephalus-Larve, winziger Glasaal, heranwachsender Steigaal, älterer Gelbaal und ausgewachsener Blankaal. Angesichts der gravierenden Unterschiede zwischen diesen Phasen könnte man meinen, es handele sich um verschiedene Tiere. Genau das nahmen die europäischen Naturforscher auch an. Man wusste von Leptocephali und Glasaalen, aber niemand ahnte, dass sie mit den hunderte von Kilometern flussaufwärts lebenden Steig- und Gelbaalen verwandt sind. Und noch verwirrender, Aale entwickeln ihre Geschlechtsorgane erst spät im Leben. Und die gesamte Zeit, die sie in Europas Flüssen verbringen, ist praktisch ihre Jugend. Aber wann und wo pflanzen sich die Aale dann fort? Trotz seines Namens beginnt das Leben eines Süßwasseraals in den salzigen Gewässern des Bermuda-Dreiecks. Mitten in der jährlichen Wirbelsturmsaison treiben Tausende von 3 mm großen Aallarven aus der Sargassosee. Von hier aus wandern sie nach Nordamerika und Europa, die ursprünglich viel näher waren, als die Aale diese Routen vor 40 Millionen Jahren erstmals nahmen. In 300 Tagen legen die Larven von Anguilla anguilla nun mit der Meeresströmung knapp 6500 Kilometer bis zu den Küsten Europas zurück. Eine der längsten bekannten Meereswanderungen. Wenn sie dort ankommen, sind sie ca. 45 mm gewachsen und haben sich in halbtransparente Glasaale verwandelt. Es ist allerdings nicht nur ihr Aussehen, das sich verändert hat. Die Zellen der meisten Meeresfische würden in brackigen Küstengewässern vom Süßwasser aufquellen und explodieren. Aber wenn Glasaale die Küste erreichen, schalten ihre Nieren um und halten Salz im Blut zurück, damit der Salzgehalt nicht sinkt. Schwärme dieser neuen Süßwasserfische wandern Bäche und Flüsse hinauf und schieben sich zuweilen übereinander, um Hindernisse zu überwinden und Fressfeinden zu entkommen. Die, die es flussaufwärts schaffen, werden zu undurchsichtigen Steigaalen. Endlich in ihren Jagdgründen angekommen, fangen sie an, alles zu fressen, was sie ins Maul bekommen. Diese Allesfresser wachsen in Relation zur Nahrungsaufnahme und entwickeln sich innerhalb eines Jahrzehnts zu größeren Gelbaalen. In diesem Stadium werden sie etwa 80 cm lang und entwickeln schließlich Geschlechtsorgane. Doch die letzte Phase des Aallebens, die der Fortpflanzung, bleibt geheimnisvoll. 1896 identifizierten Forscher die Leptocephali als Aallarven und schlossen daraus, dass sie von irgendwo im Atlantik nach Europa kommen. Aber um die geheimnisvolle Brutstätte zu finden, hätte jemand den gesamten Ozean nach 30 mm großen Larven absuchen müssen. Komplett undenkbar. Doch dann kam Johannes Schmidt. 18 Jahre lang durchkämmte der dänische Meeresforscher die Küstengewässer von 4 Kontinenten auf der Jagd nach immer winzigeren Leptocephali. 1921 fand er schließlich die bis dahin kleinsten Larven am südlichen Rand der Sargassosee. Trotz des Wissens über ihre Wanderung wurde noch nie eine Aalpaarung in freier Wildbahn beobachtet oder auch nur ein einziges Aalei gefunden.
Laut führenden Theorien pflanzen sich Aale in einem Gestöber durch äußere Befruchtung fort, bei der Wolken von Spermien freischwimmende Eier befruchten. Aber starke Strömungen und das wuchernde Seegras der Sargasso-See machen es schwierig, dies zu bestätigen. Die Forscher wissen nicht einmal, wo sie suchen sollen, da es noch nie gelungen ist, einen Aal auf der Rückwanderung zu verfolgen. Solange uns die geschlechtsreifen Aale entgleiten, bleibt deren Fortpflanzung also ein uraltes Geheimnis. Bereit, noch mehr zu lernen? Sieh dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere unseren Kanal und bleibe neugierig.